Yo Leute, was geht ab? Ich bin's Alcatraz Gaming und willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Und zwar spielen wir das Spiel Grand Theft Auto The Ballad of Gay Tony bzw. GTA 4. Das sind einfach die Episodes from Liberty City, das sind die DLCs zum Spiel. Es gibt einmal The Lost and the Damned, dann spielt man hier diesen Typ. Der heißt glaube ich Johnny. Oder irgendwie. Und es geht um eine Biker-Game. Und hier in The Ballad of Gay Tony, da spielt man hier, Luis Lopez heißt er. Und man ist eigentlich der Freund eines, oder eigentlich der Mitarbeiter eines Clubbesitzers von Gay Tony. Und man ist eigentlich auch Manager und muss halt Missionen lösen für ihn. Und wir spielen The Ballad of Gay Tony aus dem Grund, da ich das schon mal durch hatte und ich die Story einfach viel geiler finde als The Lost and Damned. Aber vielleicht kommt ja auch mal The Lost and Damned. Und wir drücken einfach direkt mal auf Starten. Oh yeah, The Ballad of Gay Tony. Krasser Musik. Ich muss mal das Headset ein bisschen lauter stellen. So. Oh, ich habe verdammte Nackenschmerzen irgendwie. Ich habe das Spiel endlich mal zum Laufen gebracht, nur so zum Sagen. Ich hätte fast den Bildschirm einschlagen können. Nips. Hey, yo, I'm a gun club member. I'm gonna take these rookies downtown. Are you with me? Hey, what's your name, son? It's Luis, man. I don't think that's such a good idea. Yeah? They said catching that pass in my high school championship football game was a bad idea, because I broke my leg in 13 places, but I scored a touchdown and won the game. The world was built out of bad ideas, my friend. Come on. The PE4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. Now listen, people, we're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people. Fuck your cause. That shit's over. Island's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you said bloody island. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you. Take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do when you stop shoving half a Bolivia up your nose every Saturday night. Motherfucker! Fuck! We told you not to fuck with us! Shit! Michael! Save fucking Michael! Fucking shit! Get the money! Me and my brother will watch the kids! Diablo, qué mierda! Shit. Yeah, like I said, man, everything's a little fuzzy. Well, if you think of anything else, Mr. Lopez. Yeah, sure, I'll give you a call. Thanks. Yo, what's up, man? Hey, Tony, it's me. Yeah, there was a bomb at the bank. The place got robbed. Nothing to do with me, I swear. Some Irish guys. Anyway, listen. I'm coming over, okay? So wake up. You hear me? Wake up. Hey, mami, ¿cómo está? Yeah, I'm sorry. No, I was working late at the club. Yeah, mommy, don't be like that, okay? I'll be home soon. Look, I gotta go. Okay. Who the fuck is it? It's me, Tom. Oh,
Yep. Come on. Oh, how are you? I'm good, boss. How are you? Ooh, you look terrible. That's good, because I am terrible. Fucking wretched. What's wrong? Oh, the usual. Boyfriend thinks I'm a cash machine. One nightclub catering to the rich, mindless crowd. In the city where the rich, mindless crowd is suddenly poor and mindless. Another club catering to the gay and decadent crowd, where the gay and decadent crowd suddenly think decadence means buying outrageous new throw cushions instead of getting loaded in a bar. And every half-wit, part-time hood in this city thinking, I know, let's put the squeeze on the club owners. They must really, really want to substitute my inadequacies with their money because, after all, they want to stay up all night talking bullshit to morons because they enjoy it. It sounds pretty usual. Well, thanks for the support. Hey, that's what I'm here for, boss. Yes, you know, if the bodyguard business partner thing doesn't work out, you should consider a career as a fucking life coach. A what? Never mind. Did you speak to Troy? Yeah, he said he loves you, but he can't handle working the door at a gay club anymore. He says people are laughing at him. Who's laughing at him? I don't know. I think the little people who live in his head. The ones stuck in 1955. Oh, I love those people. And what's up with Desi? Yeah, he says he saw you last night. Yeah, and you was holding court with that Chloe Parker until 4 a.m.? I was? Apparently so. Oh, my God. 45 years old, and I get my kicks doing blow with 17-year-old kids whose only claim to fame is that people know better what their vagina looks like than their face. I should be sent to prison. Shouldn't I? Yeah, most definitely. What's this money? Did you rob your own club? Tony, I just went to the bank for you, man. I don't want it in the bank. Hey, Tony, the door was open. Man, it's easier to get into your apartment than into your nightclub. Yeah, we have an Oguido policy at the club. Here I ain't so sure. Oh, I love getting racially abused by a spick. Yeah, who's a fucking taco, Tony? My business partner, Luis. Gentlemen, watch your language. We're in the great melting pot. We're not spicks or guidos or fags. We're proud Americans. Luis, this is Vince and Rocco, relatives of Gracie. And credit is to you. And guess what? We ain't here about Gracie. Oh. Beautiful. That's a start. I guess we don't have to beat you two lovers up. Yeah, good one. See you later. Oh, nice to meet you, Muscles. Fuck, there goes payroll. Who the fuck were those two assholes, T? Fine men of the cloth. Who the fuck do you think they are? Ancelotti goons I borrowed money from way back. Never mind. Amateurs. Come on, let's get out of here. Let's go. So, da sind wir wieder nach der Videosequenz und wir können jetzt mal in das Auto von Tony einsteigen und die erste Mission machen. Und wir müssen zum Hercules Club gehen. Das ist einer der Clubs von Tony. Give it up, Tom. Where'd the cash come from? Don't tell me you've been running a skim job. 100% legitimate, so. Luis. You know me. Total transparency. Sometimes I wonder if you pull me out. Und mein schönen Drift hingelegt hier um die Kurve. Und nochmal einen geilen Drifting-Ding. So, wir fahren mal hier lang. Und ja. Jetzt sind wir da. Du kleines Arschloch. Ja, stirb elendig. Troy, get over here. A very important client is coming tonight. We need complete discretion. Hey, you know me, Tone. Don't ask, don't tell. Military grade. Hey, this is serious. He's paranoid no one will buy his next CD if they know he'd rather be singing cabaret than rapping. As if people buy CDs anymore. Sure. Look, I really need to talk to you, Tony. Blah, blah, blah. Another time, Troy. We'll be at Masonette. Und wir müssen ins Masonette 9 fahren. Masonette 9 ist eigentlich der Club, an dem Tony sein Büro hat und wir am meisten rumhängen. Ups. Time to be charming, Lulu. Hi, Tone. Hey, Al. Und wir betreten den Club. I gotta make some calls. You work the floor.
So, jetzt sind wir im Club und wir machen mal hier voll den stylischen Gang. Hat unser Luis hier einen kleinen Anfall oder? Ja. Aber was wir machen, wir trinken mal einen Shot. Okay, um mal einen Shot zu trinken. Da ist der Blick. Und wir müssen rausgehen, weil irgendeiner von unseren Kollegen anscheinend Stress macht. Und wir gehen mal voll stylisch raus. Why you laying your hands on me like that, man? Luis is my boy. Luis is his boy. Half the people in here say Luis is their boy. The girls all say they're fucking him. I don't care if you're his damn mother. You ain't coming in. Not in them clothes. Not with that attitude. Enjoy looking for a job in this economic climate, motherfucker. Yeah. Yo, what the fuck, eh? Tell this clipboard and earpiece motherfucker to back up, Al. Back up? Yo, what's the problem, D? You asking me? Yo, relax. Go inside. I got it. Yeah, go relax. Go inside, man. No, mommy. You need to go relax. Later for you. Guys, shut up, okay? Jeez. Wow. Downtown's really changed you, man. You too good to take money from me and Enrique now? You know it ain't even like that. Okay, you don't pay for shit in here. Okay, you just can't be looking like you came from selling dope on the corner. You say that like it's a bad thing. Tony, what do you think? Desi wouldn't let me address like that, huh? You see what I mean? Come to think of it, Lou, what the fuck are you wearing, huh? What? Go home and take a bath. Do nothing else. Put on some clothes, huh? Yeah, I had a complicated day, okay? All right. So take some time off. The girls in there could use a night off, too. Cuidado. Bye-bye, gentlemen. Nice boss you got there. You stuck a fucking fag. Mike, come on. Hey. That club of yours was bullshit. You gonna take us back to the heist or what? Man, I thought I had road rage. Oh, yeah. I've been thinking about this. How many days a week do you work those corners? 7 days. Junkies need junk, rain, sleep, or shine. You ain't no postman, loco. You go pushing. All those hours, you make more slinging meat at Burger Shot than risking a bit on them corner. You sound like 5-0. Shit. Think Enrique could get a job at Burger Shot? What's your IQH? 76, motherfucker. What they gonna let you do at Burger Shop with an IQ sub 80? They just about to let me wash the goddamn dishes. You see what I mean, Al? They don't even have dishes at Burger Shop. All this shit is polystyrene. There ain't another job in the city for this dumb bastard to do. Hourly wage considered and all. You don't get no pussy work at Burger Shop neither. Them Ivy League motherfuckers can't find work. What you think Ricky's meant to do? Work them corners, man. Work them corners. IQ don't mean nothing, man. You guys are better than this. I don't want any of us to go away again. Then come on board with us. We can start selling our own product. Your connections, man. We'll have the whole city on our gear. I took a bid for you once, man. I ain't going back. You think I put in all this work to go back inside? Oh my God, no. Prison was the best thing that happened to you, L. What the fuck are you talking about, man? Before you went in there, you was a skinny little shit, and now you pumped up. Don't tell me that sugar daddy of yours would have been interested in the scrawny fucker that went away. Little Luis. Here we be. Thanks, Luis. Ladies, Al, tell that boss of yours we'll be back same time next week. Yeah, see you, mama huevos. Und wir haben die erste Mission eigentlich abgeschlossen. Und jetzt dürfen wir zum Apartment von Luis Lopez gehen. Und das wird dann auch unser Versteck sein. Und ja, wie es halt in GTA so ist mit den Verstecken, Machtplatz. Zum Glück ist das Auto nicht mir.
Son San Juan sounds bringing you a little love from the deep, deep, chicka, 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 deep south. It's San Diego Sounds with Henry Santos. Welcome to Aventuras World. Und wir haben die erste Quest beendet, offiziell nun. So, jetzt sehen wir, Autoschaden 50%, bisschen mehr. Punkte und ob du die Sekundärserie erfüllt hast, ja. Ja. Und, ja, das haben wir eigentlich gemacht. Jetzt mache ich schon mal dieses Teil hier fertig. Was ist das überhaupt? Bam, Headshot. Okay, dann ruf halt Tony an. Boy? Yeah, it's me, Tom. Things go smooth at the clubs? Made me wonder why I need you around at all. Oh, great. I might just take a vacation then. Come on, I was kidding. The clubs fell apart without you. Saw that bank robbery on the news. Could have been an opportunity for some positive PR. Fuck that shit. I don't need any press like that. Not with the way police treat an ex-con in this town. Have it your way. See you soon. Und, wir gehen einfach mal raus. Wie ihr seht, wir haben schon eine Waffe. Geld haben wir. $500. Ist noch nicht so viel. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine Mission. Nehmen hier das verschrottete Auto. Und zwar, ich gehe mal kurz noch in den Waffenladen. Um zu schauen, ob wir uns für $500 vielleicht eine bessere Waffe kaufen könnten, mit ein bisschen Munition noch. Wo ist denn der Waffenladen? Der ist hier, Waffen, da. Kurz einen Wegpunkt gesetzt. Ja, warte, X. Ich habe jetzt keinen Bock auf Radio. Ich will ja nicht wegen Urheberrechtsverletzungen bla irgendetwas noch irgendwie ein gesperrtes Video bekommen auf YouTube. Das fuckt mich dann aber eben auch ab. Hab ich jetzt gerade einen Flaube erfahren? Gut angefahren? Irgendetwas habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich würde sagen, wir gehen noch kurz zum Waffenladen. Und dann würde ich auch sagen, wir beenden dann diesen Part, aber zuerst gehen wir einfach mal zum Waffenladen nach hinten und schauen mal, ob wir für uns vielleicht ein kleines Pistölchen oder so nach Platz ein kleines Pistölchen oder so etwas kaufen können. Boah. So. Es ist so ungewohnt. What the fuck. So ungewohnt jetzt wieder mit der Maus umzuschauen, weil ich zock in letzter Zeit sehr viel GTA 3, das alte Spiel, und da kann man sich während dem Autofahren noch nicht mit der Maus umsehen, das geht da noch nicht. Das ist einfach total ungewohnt, wenn ich jetzt hier so mal ordnungsgemäß die Tür zumachen. Und ich gehe da jetzt nicht mit Waffe rein, sonst werde ich gleich wieder mit einer Schrotflinte abgeknallt. Und plötzlich kommen dann 3-4 Menschen. Yep. Warte mal, wo sind die günstigen Pistolen? Ah, hier drüben sind Pistolen. Hey. Teuer ist die. Ja, komm, die kaufen wir gleich. So, Baseballschläger. Nein, eigentlich möchte ich ja die hier hinten, weil die ist geiler. Wie? Die haben wir schon? Ach, das ist die Combat-Pistole. Es gibt doch aber noch eine andere. Kann man hier nicht kaufen in dem Laden? Ja gut, okay. Dann, wie teuer ist die hier? Die ist $600. Nein, das können wir uns leider nicht leisten. Gut, komm, dann kaufen wir uns noch ein bisschen Munition hier. So und so. Zweimal Munition gekauft und wir gehen dann wieder raus. Warte mal, ich will noch kurz gucken, was da alles für Waffen verkauft. Da gibt hier gibt's das. Ein paar schöne Granaten.
gibt es eine AK, eine abgesägte Schrotflinte, die große Schrotflinte und die zwei Scharfschützengewehre. Boah, das ist schon geil, das hier. $6,000, Alter, wenn wir $6,000 haben, kaufen wir uns dieses Prachtexemplar an Waffe. Was gibt es hier hinten noch? Eine Mikro-MP und eine Uzi. Ja, und hier gibt es noch einen Karabiner. Aber das ist eigentlich nicht so wichtig hier, Karabiner und so. Ja, ich sehe dich auch bald. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Part von GTA 4. The Ballad of Gay Tony. Ich würde sagen, man sieht sich im nächsten Part. Bis dann. Ciao, Leute. What's up, ladies? We're in the great melting pot. We're proud Americans.